So, bitte. Läuft es? Ja. Willkommen in der alten VHS Bonn im kolonialischen Zeitalter 2021, Januar. Und wir begrüßen Mark Horn. Hallo. Hallo Mark. Wir wollen heute über deine Musikerkarriere sprechen und ich habe gehört, seit 1975, sehr erstaunlich, bist du schon dabei. Magst du uns etwas von den Anfängen erzählen? Nee, du kannst ruhig, wenn du sprichst, da rein. Also das geht schon. Ich dachte, dass ich ein bisschen weggehe, damit ich leiser... Wenn wir zusammen sprechen, meine ich jetzt. Ah, okay. Ja. Ja, okay, ich möchte einfach darüber sprechen. 1975 haben wir in einem Keller von einem Gitarristen einen Von und Zu geprobt. Und ich habe die ganzen Songs für die Band geschrieben. Also von Anfang bis Ende, von A bis Z. Deine Komposition, super. Ja, das war englische Rock- oder Popmusik. Ein Gitarrist war auch dabei. Und dann hatten wir einen Keller am Eigelstein. Da haben wir zum Beispiel die ganze Nacht durchgespielt, bis morgen früh um 7 Uhr. Ein Leben für die Musik. Und wie lange? Ja, und dann bin ich zum Flughafen gefahren. Ich hatte damals einen Job als Sicherheitsbeamter. Und das Verrückte war, der erste Auftritt war bei der Abiturfeier, im Schiller-Gymnasium. Okay. Ja, das war die Abiturfeier im Schiller-Gymnasium und der Gitarrist hat da mitgespielt und da haben wir meine Kompositionen dann. Und wie war der Auftritt? War er auch bahnbrechend für dich selber? Hat das, der war auf jeden Fall bahnbrechend. Also ich habe Fender Rhodes Piano gespielt, am Rhodes gesessen und es war eigentlich sehr entspannt. Ja, wie schön. Und euer Ensemble ging bis 1985? Ja, das ist also praktisch der große Bogen von 1975 bis 85. Ich will es mal kurz machen. Wir sind danach mit 50 Leuten nach Amsterdam gefahren. Oh. Na, ein großer Bus. Die Kölner besuchen Amsterdam. Das war schon ein großes Ereignis. Man muss ja sagen, ich war 17, wir waren Kinder eigentlich. Ne? Ja, und da haben wir im bekannten Makeway gespielt. Das ist so ein Hippie-Schuppen. Und da haben wir meine Komposition aufgeführt. Ja, und existieren noch Aufnahmen aus der Zeit? Dieser Von und Zu, der Gitarrist, hat noch die Aufnahmen praktisch gebunkert. Archiviert sozusagen. Ja, und ich habe von den Aufnahmen leider gar nichts bekommen. Und gibt es den Gitarristen noch? Man könnte doch an ihn herantreten und mal die alten Sachen wieder entdecken. Der Gitarrist ist momentan nicht ansprechbar. Ah, okay. Mhm. Von dir nicht oder von keinem? Weiß ich nicht. Okay. Ja. Na gut, damals gab es, was heißt damals? Da war das Makeway und nicht weit von diesem Makeway gab es das Paradiso. Und das war eher so punkig ausgerichtet. Mhm. So in der Zeit 76, 77 schon. Also da kam gerade die Punkwelle auf.
und die war ziemlich anti, so, ne? Naja, gut. Dann sind, ich will es mal kurz machen, wo wir überhaupt in Köln aufgetreten sind. In einem sozialpädagogischen Institut mit der CD-Band, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Studio Beginner, Blackbird, Miss Piggy, damals fing Bhagwan an. Ne? Also Bhagwan aus Indien. Habe ich auch mitgemacht. Die kleine und die große Buggy gab es damals in Köln. Genau, das waren die Diskotheken. Das war noch vor AIDS. Wir haben alle barfuß getanzt, dann kam AIDS und man durfte nicht mehr barfuß tanzen wegen Scherben und Verletzungsgefahr und Ansteckung. Ja, ja. Und ich bin mit dem Gitarristen zum Beispiel bei Miss Piggy aufgetreten, Klavier und Gitarre. Dann im Studio Beginner. Das war so ein Jazzschuppen, der in Köln aus der Erde hochspross. Dann im Kremelshof. Dann sind wir mit der ganzen Band Busse, Bahnen, mit Bussen nach Süddeutschland gefahren und haben dort im Haus Hindenburg gespielt. Eine Komposition von mir heißt ja auch Haus Hindenburg. Oh. Naja, es fing 75 an und 85 praktisch lief im Kölner Stollwerk die CD-Band featuring Jackie Horn on Piano statt. Oh. Im Stollwerk. Spannend. Ja, das Stollwerk ist ja schon ein ganz besonderer Ort gewesen. Da kam die Kultur aus dem Volk. Genau, das war vor dem Abriss. Das hat geknistert damals mit Club 100. Es gab die Weißhausstraße, Renania-Hallen. Renania. Das war schon eine wirklich wunderbare Zeit. Naja gut, auf jeden Fall war 85 der große Bogen von 75. Da fing es an mit meinen Ohren. Ich habe alles nur noch dumpf gehört, einige Geräusche überhaupt nicht mehr. Also ich war praktisch der Beethoven in der Band. Oje, das ist für einen Musiker wahrscheinlich die größte Hölle. Das ist die Hölle. Und ich habe damals... Tinnitus gehabt? Ja. Tinnitus gehabt, ja. Ja, das auch. Oje. Ja, das war die Hölle. Mhm. Na gut, dann bin ich dann...